Türsteher und Mitinhaber des Dschungels immer zu mir gesagt, wenn er schlecht drauf war und mich mit meinen 15 Jahren nicht einlassen wollte. Wenn er gut drauf war und mir Eintritt gewährte, kam es schon mal vor, dass weder Hagen auf dem Fußboden saß, eine Gruppe Punks um sich versammelt und das Abendmahl nachstellte, mit dem sie eine Pizza vom Laden gegenüber brach und an ihre Jünger verteilte. Martin Kippenberger gab mir damals den Namen Kanarienvogel und schleuste mich an dem Türsteher der Hells Angels vorbei, hinein ins S36, das er einst mitgegründet hatte. 2 Jahre vorher hatte ich meine Nachmittage noch im Kudamm-Café verbracht, wo ich mit der Berliner Boygruppe die Teens vor der gleichnamigen Kinderdisco abhing und Marlboro-Zigaretten rauchte. Bis hin zu dem großartigen Tag, an dem ich meine Mutter bat, den Boys Blitz und einen Insane-Cover ins Gesicht zu malen. Das war meinem damaligen Mitstreiter ziemlich suspekt, geradezu peinlich, aber mir wurde klar, meine Zeit mit Aber ist vorbei. Jetzt wird's ein bisschen bunter. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, so sehr sich das Leben jedes Einzelnen hier im Raum von dem der anderen unterscheiden mag, heute Abend sind wir hier im Gropiusbau, weil wir alle etwas gemeinsam haben. Egal wie alt wir sind, egal welche Berufe wir haben oder wo wir geboren wurden, egal was unsere Geschichte ist, irgendwann ist uns David Bowie begegnet. Jeder von uns hat irgendwann an einem bestimmten Punkt seines Lebens einen Song gehört, ein Interview gelesen oder auch nur ein Bild gesehen und ist im Gedanken stehen geblieben. Hat ein zweites Mal hingehört, hingesehen, war fasziniert, inspiriert und wurde buchstäblich hineingezogen. Ich habe das Glück, heute hier stellvertretend für uns alle sprechen zu dürfen. Für uns alle, die David Bowie nach der ersten Begegnung nicht mehr wissen lassen wird. Für manche von uns wurde er zum ultimativen Idol, zum Vorbild, zu einer unglaublichen, unendlichen Quelle der Inspiration, zum besten Freund, zum Seelenverwandten. 1976. So beginnt für Bowie Berlin. Ein Zugezogener in einem riesen Altbau, der kein Geld hat, aber erst mal ein paar Kunstprojekte anfängt. Das ist heute, über 30 Jahre danach, immer noch eine typisch Berliner Klientel. Aber damals war die Stadt wie geschaffen für Bohemians, für Selbsternannte und Richtige, weil das Leben hier nichts kostete. Mitte der 70er verwandelte sich West-Berlin allmählich in eine Kunstmetropole, in der außer Kultur- und Projektmenschen und anderen staatlich subventionierten Driftern kaum jemand irgendetwas Breitenwirksames auf die Beine stellt. Politisch ist West-Berlin eingeteilt, wirtschaftlich unergiebig, weil es so schwer zu erreichen ist. Was bleibt, ist die Bühne, die sich hier schon von alleine daher auftut, weil die Völker der Welt wie von selbst auf diese merkwürdige, schizophrene Stadt und ihre Mauern schauen. David war entschlossen, in Berlin ein einfaches Leben zu führen und seinen Drogenkonsum einzuschränken, was ihm teilweise auch gelang. Nichtsdestotrotz durchlebten er und Iggy Pop in Berlin so einige wilde Tage und Nächte, in denen sie sich hauptsächlich von Rotwein, Kokain und deutscher Wurst ernährten, wie Iggy es später beschrieb. Woher aber dann kommt in Berlin Titel für den lautmalerischen Elektrosmog, den er in Frankreich fabriziert hatte und hier fand ich bestimmt. Subterraneans handelt von den Menschen, die nach der Teilung im Osten hängen blieben. Art Decayed ist West-Berlin, eine Stadt, abgeschnitten von ihrer Welt, Kunst und Kultur, sterbend und laufend auf Vergeltung. Weeping Wall handelt von der Berliner Mauer und ihrer Traurigkeit. Das sind alles intelligente Formeln. Sie haben bis heute geprägt, wie man Bowies Berliner Musik verstehen soll. Es fällt schwer, sich ihrer Suggestionskraft zu entziehen. Auch zu Always Crashing in the Same Car, wo er eine schöne Geschichte erzählt, die er mit seinem alten Mercedes, dessen Bodenblech angeblich so gebrochen war, dass man die Fahrbahnmarkierung durchsehen konnte, den Kurfürsten dann entlang gondelte
auf dem Beifahrersitz mit Höchstgeschwindigkeit so lange im Kreis gefahren sein, bis der Tank leer war. Mit Produzent Toni Visconti machten die beiden auch des Öfteren Ausflüge in den Ostteil der Stadt, wobei es wohl sehr gelassen war, wenn die Grenzpolizisten sich nur seine Hassblicke mit der gelockten Dauerwelle aus Space Oddity zeigten. Boeing war damals in England und in den USA bereits als Superstar. In Berlin jedoch konnte er nahezu unbehelligt arbeiten und leben. Nach einigen Monaten erkannten ihn die Leute zwar aus seinen Streifzügen durch Antiquitätengeschäfte, Bücher, Plattenläden. Aber selbstverständlich waren sie zu höflich, um ihn anzusprechen. Erst wenn er den Laden verlassen hat, gingen sie zur Kasse und fragten, was hat denn der Boeing gekauft? David Bowie fand in Berlin genügend Inspiration für seine erfolgreichsten drei Alben, die Bourbon Trilogy. So ist das Cover des Heroes-Albums zum Beispiel inspiriert durch Erich Engels Bild Inspiration, welches Bowie Rückenmusik gesehen hatte. Über das küssende Paar, das er in Heroes besingt, sagte er, es wird von Bill Otto Müllers Liebespaar zwischen Gartenmauern inspiriert. Es ranken sich aber mittlerweile so viele Geschichten um das berühmte Paar, unter anderem die, dass es sich dabei um den Co-Produzenten Toni Visconti und seine geliebte Hand Chloe nur wenige Meter vom Fenster des Hanfeld-Tonstudios entfernt beobachtete, wie sie sich eng umschlungen im Schatten des Wachturms hielten. Bei der Arbeit im Hansa-Studio hat Chloe seine Arbeitsweise im Vergleich zu seinen früheren Alben komplett. Zuvor waren alle fertigen Songs fein säuberlich auf dem roten Papier fest und dann ins Studio gegangen. Im Sommer 1977 in Berlin kam er neben Kim Bernhardt zu der Idee, mehr nicht. Zusammen mit Brian Eno und Toni Visconti, den besten Musikern der damaligen Zeit, wurde viel ausprobiert, improvisiert und experimentiert. Für den Song Heroes sang Toni den Text ein, so wie er es bei Eno er improvisierte Worte oder finalisierte, hingekritzelte Zeilen erst im letzten Augenblick. Heroes wurde gleichzeitig geschrieben und eingezogen. Nach einer Zeit war es auch fertig. I wish you could swim like dolphins can swim through nothing, nothing will keep us together. Ich habe das Stück immer dermaßen geliebt, dass ich nicht die Finger davon lassen konnte, meine eigene Version von Helden aufzunehmen. Unzählige Künstler haben das Gleiche getan und der Song in unterschiedlichsten Variationen interpretiert. We can beat them just for one day. David Bowie hat die nachfolgenden Generationen von Musikern maßgeblich beeinflusst und somit das Leben eines jeden von uns besser. Heute, morgen, jetzt, hier in diesem Museum. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich wünsche Ihnen einen schönen, inspirierenden Abend. Und damit, we go.